Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich heiße Melanie und wie man sieht, geht es bei mir heute wieder ums Budgetieren. Wir haben den Abschluss der dritten Woche im März und schön, dass ihr alle wieder dabei seid. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Ja, ich hoffe, euch gefällt der neue Kanal-Trailer. Ich hatte ein bisschen Zeit und zwar bin ich die ganze Woche schon krank und wie man hören kann, immer noch. Das heißt, ich hatte zwar keine Stimme, dafür hatte ich aber so ein bisschen Zeit, mich um YouTube so ein bisschen zu kümmern, um zu überlegen, wie das weitergehen soll. Und da mir das mega Spaß macht, habe ich gedacht, wird es mal Zeit für einen Kanaltrailer. Könnt ihr mal in die Infobox schreiben, ob euch das Ganze gefällt. Gut, ich habe das eben schon mal so ein bisschen, ja, schon angefangen, das Video, deswegen wundert euch nicht. Steuerberater und Netflix habe ich schon weggestrichen. Das wurde von meinem Konto abgebucht. iTunes noch nicht. Ansonsten ist ja hier alles soweit abgegangen. Kommen wir jetzt zu den Lebensmitteln. Das wird jetzt mal ganz kurz ein bisschen wackeln, aber ich wollte euch ein bisschen näher ranscrollen, damit ihr das ein bisschen besser vielleicht sehen könnt. So hoffe ich mir das. Genau, ich habe das schon mal eingetragen. Edeka hat, war mir einkaufen, das war ein Bareinkauf und zwar für 54,01 €. Ja, bleiben da übrig 15,99 €, da schauen wir gleich nochmal nach, ob das so stimmt. Im Garten hatte ich keine weiteren Ausgaben, Sohnemann auch nicht. Sonstiges, da gab es ein paar Ausgaben und zwar wieder von der Post. Können wir ja ruhig ein bisschen Platz lassen. Da habe ich nochmal Briefmarken benötigt in Höhe von 4,30 €. Das war ein Vivid-Einkauf, so dass wir hier, ich glaube 27,90 €, ne? Stimmt das? Moment, 28, stimmt. Genau, da habe ich noch übrig auf meinem Vivid-Konto. Bei Molly hatte ich keine weiteren Ausgaben. Auswärts essen schon. Ich habe meinen Freund eingeladen. Wir waren zu einem Döner. Und der hat gekostet 12 € für uns beide, sodass noch 8 € übrig sind. Luxus hatte ich keine weiteren Ausgaben. Freizeit auch nicht. Tanken auch nicht. Ihr seht, das geht dieses Mal schnell. Aber wir haben ja noch ein paar andere Sachen zu machen. Aber gehen wir mal ganz kurz, ich nehme das mal eben beiseite. Ich würde euch gerne nämlich was zeigen. Wir wollen das ja mal eben, oder ganz zur Seite nehme ich es nicht. Und zwar habe ich ein bisschen gebastelt. Ja, ich habe einmal meine Ordner, die mich vielleicht schon länger verfolgen, wissen, dass normalerweise hier meine ganzen variablen Kosten drin waren. Die waren bis jetzt hier drin. Ich habe das aber geändert, weil ich den braunen mit diesem, naja, richtig Wildleder ist das nicht, das ist ja dieses Poolleder, finde ich irgendwie schöner und ich finde, das sieht so harmonisch aus hier, mit diesen Farben. Finde ich total schön und ja, können wir das ja gerne mal einmal durchgehen. Ich hoffe, es interessiert euch. Meine Lebensmittel, da müssten jetzt noch 15,99 € übrig bleiben. Also haben wir die 10, 15, warte mal, ich nehme mal ein bisschen, so könnt ihr das besser sehen, ne? 15 €, 50, 70, 80, 90, 95, 97, 98, fehlt einer, Moment, nehme ich doch mal eben raus, wo ist der Glückscent hin, ne, fehlt einer, das tausche ich nachher aus, wobei, ob den 1 Cent, das kommt sowieso nachher alles in meine andere Dose rein, das ganze Kleingeld. Also 1 Cent, warum auch immer, ist jetzt gerade nicht da. So, aber ist nicht so wichtig. Wollen wir es nicht mit aufhalten. Ein bisschen dichter hole ich euch, das wackelt wieder so ein bisschen. Ich hoffe, es geht, aber ich glaube, so könnt ihr besser sehen. Garten, hatte ich ja gesagt, haben wir keine weiteren Ausgaben gehabt. Aber sieht das nicht schön aus? Ich muss das nochmal ein bisschen ranhalten. Ich finde das so hübsch. Sohnemann auch nicht. Das sieht so aus. Ja, total schön finde ich diese Farben.
Sonstiges. Hatten wir keine Barkosten gehabt. Und das habe ich mit meinem Vivid. Dann haben wir hier für Molly den neuen Umschlag. Da sind auch noch die 10 Euro drin. Auswärtsessen können wir gleich mal nachzählen. Genau. Ich habe noch einen Einkauf. Habe ich gestern Abend irgendwie um 23 Uhr einen Amazon-Einkauf. Aber das habe ich noch nicht verrechnet, weil das auch noch nicht von meinem Konto abgegangen ist. Hier haben wir einmal noch Auswärtsessen. 8 Euro übrig. Sind 8 Euro. Aber das verrechne ich dann nächste Woche, weil es wie gesagt auch noch nicht von meinem Konto abgegangen ist. Und da habe ich ein bisschen was für die Videos geholt. Ein neues Stativ, weil meins ist ja so, so wackelig. Und da dachte ich mir, hole ich mir mal was, gönne ich mir was anderes. Einmal das hier, das finde ich auch total schön hier mit dieser Kutsche. Und Freizeit. Ja, gut. Dann kommen wir zu meiner Geldwäsche-Challenge. So, dann hole ich euch wieder ein bisschen. Ich habe das alles so ein bisschen anders gemacht. Ich könnte mal sagen, wie euch das jetzt so gefällt. So kann ich nämlich auch jederzeit sehen, ob ihr gut im Bild seid. Genau, ich habe 3-mal gewaschen. Das heißt, können wir 3 Euro reintun. Die habe ich hier liegen, die 3 Euro. Das können wir nachher auch gerne mal durchgucken. Ich habe das jetzt auch alles ein bisschen neu sortiert. Ich habe mir auch einen dritten Planer geholt, dass meine Geldtöpfe 1, nee, 2 ist das. Das sind ja alles hier so meine normalen Spartöpfe. Hochzeit sieht jetzt so aus. Theodor, Haus, Geschenke. Das ist alles zu dick gewesen. Das passte gar nicht mehr in den Ordner rein. Und deswegen habe ich das rausgenommen. Und das kommt dann in den neuen Ordner rein. Zeige ich euch sehr gerne nächste Woche. Genau, hier ist die Geldwäsche. Da tun wir jetzt die 3 Euro rein. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das Ganze schön angemalt ist. So, da bin ich wieder. Alles schön angemalt. Gehen wir jetzt weiter zu den nächsten Challenge. Das packe ich noch nicht mal ganz weg, weil das brauchen wir gleich nochmal. Und zwar müssen wir ja noch unser Sparrad machen und können das gleich mal durchgehen hier. Achso, Pfand habe ich natürlich auch gehabt. Und zwar 2,55 Euro dieses Mal. So, das können wir nochmal eben kurz zusammen eben eintragen. So. Apropos, da fällt mir gerade auf, wir haben noch gar nicht die ganzen Einnahmen eingetragen, aber das machen wir gleich noch. Das ist ja kein Problem. Aber es fällt mir gerade hier auf, das schreibe ich nochmal kurz dazu, bevor ich es vergesse. So, und die 2,55 Euro. Gut, dann kann das hier. Und auch der Umschlag füllt sich allmählich. Total toll. Ich bedenke, wenn ich die Videos nicht gemacht hätte, hätte ich das gar nicht gespart. Gut, natürlich spart man das indirekt, weil man es ja für Lebensmittel ausgibt. Aber auch bei den Lebensmitteln haben wir uns total verändert mit den Einkaufen. Kann ich ja gleich mal kurz erzählen. Aber erstmal machen wir unser Sparrad. Mal sehen. Letztes Mal war es ja sehr, sehr teuer. Mal sehen, was da... Nee, das sieht... Warte mal, wir müssen mal eben... So, heute wird nicht gespart. Ja, jetzt ist die Frage, nehmen wir das jetzt von eben? Würde mich auch nicht stören. Aber im Moment dreht es gerade nicht so schön. Deswegen, das gefällt mir nicht so gut. Moment. So, das ist gut gedreht. Aber gut, jetzt ist er hier. Machen wir noch einmal. Gut, zweimal heute wird nicht gespart. Dann wird wohl auch nicht gespart. Ich hole mich mal ein bisschen dichter ran. Ja, es ist nicht ganz ausgereift, das Patent, aber das macht ja nichts. Ich spare ja nur für mich selber. Dann werde ich an anderer Seite natürlich ein bisschen mehr sparen können. Gut. So, aber das Ganze ist ja nun auch mal live. Da klappt nicht immer alles. Aber ja, das ist ja auch nicht schlimm. Wie gesagt, ich mache das ja im Grunde für mich und ich hoffe auch für euch ein bisschen. Ich hoffe, es gefällt euch und inspiriert euch natürlich auch ein bisschen. Moment, ein bisschen. Entschuldigt, dass ich das so hin und her mache, aber ich versuche ja, das immer so ein bisschen zu verändern,
dass es auch immer besser wird, die Videos, oder immer besser werden. Gut, hier ist das Sparspiel. Hätten wir jetzt deine Einnahmen gehabt, würde es hier natürlich reinkommen. Dann haben wir hier das Puzzlesparen. Ja, ich würde sagen, da kommen wir gleich zu. Aber erst machen wir die Spar-Challenge des Monats. Und ja, da wird nicht viel reinkommen. Davor die Woche ging es meinem Sohn so schlecht. Dieses Mal geht es mir nicht gut. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man nicht gut Luft bekommt, hustet und alles. Und der jetzt Halsschmerzen hat, dass man da nicht Hula-Hoop machen kann. Leider. Aber ich konnte noch an dem Samstag, habe ich 10 Minuten gemacht. Und an dem Sonntag noch 5 Minuten. Seitdem nicht mehr. Ne? Also, Moment, das war hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nicht. Ich denke mal, dass ich irgendwann nächste Woche da wieder mit anfangen werde. Aber im Moment ist das einfach nicht möglich. So, dann haben wir hier die 1,50 Euro. 20, 40, 50. Ich kann das auch kurz mit eintragen. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht geguckt. Ist heute der 18. Ich schreibe es mal hin. Wenn nicht, ist ein bisschen peinlich, aber ja. Ich kann es halt auch gerade nicht auf meinem Handy sehen, weil ich ja damit filme. So, 7,10 Euro. Aber das ist, glaube ich, auch nicht das Schlimmste. Gut, dann können wir das alles wieder zurücktun. Könnt ihr mal schreiben, wie euch meine neuen Gestaltungen der Umschläge, wie euch das gefällt. Das alles ein bisschen durcheinander. Moment. Aber wenn schon, denn schon, ne? Dann soll das auch schön sein. So, jetzt ist das wieder. Gut. Ja, das finde ich auch total schön. Hier haben wir die Geldwäsche und noch die Trockner. Aber getrocknet, den Trockner brauchte ich nicht. Gut, dann kommen wir zu meinem Puzzle sparen. So, und dann brauchen wir nochmal den hier. Ich mache jetzt erst die Challenge zu Ende und dann, gut, ich nehme euch mal wieder ein bisschen zurück. Ich habe das hier geändert, also wer mein letztes Video gesehen hat, der weiß, dass hier normalerweise das Puzzle sparen war. Da das aber ja nicht in einem Monat fertig ist natürlich, habe ich das nach ganz hinten gepackt. Zusammen auch mit meinen 100 Umschläge, die 100 Umschläge Challenge. Die habe ich hier gleich daneben gepackt und ja, ich würde mal sagen, gefällt mir ganz gut. Und ich dachte, ich spare da heute nicht so viel rein, weil ich gerne in meine andere Challenge noch was reinpacken möchte. Und zwar nur 2 Euro diese Woche. Malen wir hier einmal aus, so dass ich in diese... Ach, ich könnte so viele Challenge machen. Geht euch das eigentlich auch so? Ich habe noch so viele andere Ideen, was ich gerne machen würde. Aber so viel Geld. Das muss man ja auch erstmal alles übrig haben. Also es kommt hier rein. Und dann kommen wir zu die 100 Umschläge Challenge. Und ja, da habe ich... Der bleibt immer nicht auf. Offen der Deckel. Ich habe gedacht, wir sparen diese Woche 15 Euro. Ich zeige euch auch gleich, was ich für... ja, ich hatte halt ganz gute Einnahmen. Eigentlich wollte ich auch mehr sparen. Ich war nur nicht mehr bei der Bank, weil wie gesagt, das ist der erste Tag, wo es mir überhaupt besser geht ein bisschen. Gestern habe ich noch gedacht, ich kann gar nicht dieses Video machen, weil ich einfach so erkältet war. Also mit, was heißt war, ich bin es immer noch. Mir geht es jetzt nur einigermaßen, dank sehr guter Tabletten. Und gestern hatte ich überhaupt gar keine Stimme. Da hätten wir das gar nicht machen können. Ich ziehe mir jetzt einmal einen Umschlag. Die habe ich... Aber ich kann ja mal so ein paar hierher holen. Und dann suche ich mir irgendeinen schönen aus. Ich nehme einfach... Ich nehme den hier. Und dann packen wir die 15 Euro da rein. Und dann kommt da noch ein kleiner Aufkleber rauf. Wandert das in die Schatztruhe. Und ich freue mich da mega drauf, irgendwann in weiter Ferne
die zusammen mit euch dann wieder alle auszupacken. Ach so, normalerweise wäre das ja mit 1, 2, 3, 4, 5. Das habe ich nicht gemacht, weil ich möchte hier nicht einen Euro reintun. Das finde ich irgendwie, weiß ich auch nicht. Dann habe ich hier so ganz süße kleine Aufkleber, kleine Einhörner. Finde ich total niedlich. Und da dachte ich, die mache ich dann immer so damit zu. Der passt ganz gut. So, schlaf schön. Und irgendwann gibst du deinen Schatz da wieder raus. Genau, dann können wir den hier mit reintun. Ihr seht, hier habe ich auch einen kleinen Aufkleber raufgemacht. Ach so, ja, da schreibe ich dann noch auf die 15 Euro. Aber das mache ich später. So, jetzt kommen wir nur noch zu meinen Einnahmen und dann haben wir es geschafft. Genau, ich hatte auch Einnahmen. Und zwar gar nicht so schlechte. Also, hier muss ich noch einen Strich ziehen, das mache ich später. Wir nehmen ja jetzt den 18. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob wir wirklich einen 18 haben. Wenn man nicht arbeitet, dann verliert man da irgendwie den Überblick. Also, mein Lebensgefährte war beim Skatspielen und hat da 10, er hat nicht 10 Euro gewonnen, er hat, glaube ich, über 30 gewonnen. Und davon sind irgendwie 20 Euro übrig geblieben und er meinte, er möchte mir gerne 10 Euro abgeben. Ja, wir unterstützen uns da halt immer gegenseitig und wenn man mal was gewinnt und er beim Skat gewinnt, kriege ich irgendwie immer die Hälfte ab. Das ist total lieb und ja, da freue ich mich sehr drüber. Und dann habe ich noch insgesamt bei eBay, Kleinanzeigen habe ich wieder was verkauft, das sind 14, sind 18 Euro. Also eBay Kleinanzeigen. Ups. Irgendwie, warum auch immer, schreibe ich mich ja immer. eBay Kleinanzeigen. Und was habe ich gesagt? 18 Euro, ne? So, dass wir jetzt hier schon bei... Jetzt brauche ich aber doch meinen Taschenrechner. Bevor ich mich hier noch völlig blamiere. So, ich hole euch auch mal wieder ein bisschen dichter dran. Das wackelt wieder so ein bisschen. So, ich glaube, so könnt ihr es ganz gut sehen. Also, ich hatte 113 Euro und 49 Cent und es sind da die 18 Euro dazugekommen. Dann haben wir 131 Euro 49. Dann noch Pfand. Das waren, glaube ich, 2,55 Euro. Plus 2,55 Euro. 134,04. Und ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich wahrscheinlich ein bisschen was aus meiner Selbstständigkeit bekomme. Das ist auch der Fall. Ich habe dann Steuern abgezogen. Und wie gesagt, mein Lebensgefährte und ich, wir teilen uns das so ein bisschen alles. Und da habe ich sozusagen 180 Euro übrig gehalten. Ein Teil kommt ja auch immer als Rücklage für die Steuer. Das darf man ja auch immer nicht vergessen. Und das ist halt der Anteil, der übrig ist, sodass wir schon bei 314 Euro und 4 Cent sind. Also total toll. Deswegen werde ich nächste Woche auch auf jeden Fall mehr sparen. So, fast hätte ich es wieder vergessen. Meine Vivid-Einnahmen. Heute ist ja der 18.03. Ich mache das jetzt mal allgemein, Vivid. Und zwar waren es 2,58 Euro, sodass wir jetzt gesamt für diesen Monat plus 1,85 bei 4,43 Euro sind. Ja, das ist nicht viel, wie gesagt. Aber im Moment sind das auch nicht so ganz meine Läden, die sie da so, ja, wo es die hohen Prozente gibt. Und die Spritpreise sind so hoch, dass wir halt viel bei uns, naja, bei unserem Dorfladen wollte ich gerade sagen, beim Edeka einkaufen gehen. Das spart ja nun auch, wenn man nicht immer, wer weiß wie weit fahren muss. Und, entschuldigt. Und ja, trotzdem, wer den Pfennig nicht ehrt, ihr wisst das,
Demnach, ich freue mich über jedes Cashback, was da reinkommt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und abonniert sehr gerne meinen Kanal, wenn euch das Ganze natürlich gefällt. Und alles, alles Liebe, bleibt gesund. Bis dann, tschüss.